Hallo, mein Name ist Frank Heinze und ich koordiniere das Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0. Allein in Nordrhein-Westfalen, wo nur ungefähr ein Viertel der Landesfläche von Wald bedeckt ist, stellt der Cluster Wald und Holz mit seinen rund 17.000 Unternehmen und ca. 190.000 Beschäftigten eine beträchtliche volkswirtschaftliche Größe dar. Eine sehr große Anzahl von privaten Waldbesitzern und viele unterschiedliche Akteure entlang der Holzerntekette bilden ein komplexes Netzwerk. Dadurch ergeben sich besondere Herausforderungen an die zunehmende Digitalisierung. Und der Branchencluster Wald und Holz sucht seit Jahren nach geeigneten IT-Lösungen. Mit Wald und Holz 4.0 verfolgen wir einen neuen dezentralen Ansatz. Dieser basiert auf dem Internet der Dinge und Dienste. Wir machen uns dabei die Konzepte von Industrie 4.0 zunutze und übertragen diese auf den Cluster Wald und Holz. Da die Umsetzung dieser Vision von einzelnen Akteuren unmöglich zu leisten ist, wurde das Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0 gegründet. Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, ein clusterübergreifendes Netzwerk von Industrie- und Forschungspartnern zu spannen. Zusammen haben wir Kompetenzen erworben, neue Methoden entwickelt und Infrastruktur zur Umsetzung der Idee aufgebaut. Wir erforschen aber nicht nur neue Komponenten, Prozesse und Geschäftsmodelle, sondern stehen auch für Weiterbildung und Beratung zur Verfügung. Damit das Ganze nicht nur theoretisch abläuft, arbeiten wir hier im Forstlichen Bildungszentrum daran, Ideen in die Praxis umzusetzen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Smart Forest Labs. Sie ermöglichen es, konkrete Anwendungsbeispiele im realen Umfeld zu testen. Projektpartner erhalten hier nicht nur Hilfe bei der frühen Bewertung der Auswirkungen der Digitalisierung, sondern können eigene Innovationen mit geringem finanziellen und technischen Risiko auf Marktreife prüfen. Die Smart Forest Labs dienen also als clevere forstliche Experimentierlabore, in denen entwickelte Prozesse überprüft und verbessert sowie Akteure geschult werden können. Um die Vision von Wald und Holz 4.0 umzusetzen, ist als erster Schritt eine übergreifende Vernetzung notwendig. Hierfür stellen wir mit unserer Technologie sogenannte digitale Zwillinge bereit. Das sind digitale Abbilder realer Objekte wie einem Sägewerk, einer Forstmaschine oder dem Wald selbst. Ein solcher digitaler Zwilling enthält nicht nur alle wichtigen Informationen seines realen Gegenstücks, sondern er ist auch in der Lage, sich mit anderen digitalen Zwillingen im Internet der Dinge und Dienste auszutauschen. Der Schritt zum digitalen Zwilling setzt dabei nicht voraus, dass neue Geräte angeschafft werden. Vielmehr können Sensoren und Kleincomputer die Werte bestehender Maschinen erfassen und bereitstellen. Der Smart Forest Worker repräsentiert für uns den Waldarbeiter der Zukunft. Er wird durch verschiedene digitale Helferlein unterstützt, die seine Arbeit sicherer und auch effizienter machen sollen. Sein Handy enthält einen digitalen Zwilling, der mit dem digitalen Zwilling zum Beispiel des Waldbestandes kommuniziert, um zum Beispiel beim Anlegen von Rückegassen oder Poltern zu unterstützen. Auch die Koordination und Absicherung in Zusammenarbeit zwischen Menschen und Forstmaschinen wird durch den digitalen Zwilling vereinfacht und automatisiert. Der digitale Zwilling erlaubt bereits heute einen Blick in die Zukunft des Waldes. Mit den Möglichkeiten zum Beispiel zur Bestandessimulation können Alternativen der Nutzung des Waldes und auch der Wiederaufforstung zum Beispiel unter Randbedingungen des Klimawandels zunächst virtuell durchgespielt und dann in der Praxis umgesetzt werden. Der digitale Zwilling unterstützt bei der Entscheidungsfindung, indem er aktuelles Wissen der Waldforschung jederzeit at your fingertips und in unmittelbarer Anwendung auf den gerade betrachteten Waldausschnitt verfügbar macht. Die Unterstützung reicht hier von der Waldbewirtschaftung bis zu Fragen des Maschinen- und Werkzeugbetriebs. Unter dem Begriff vorausschauende Wartung gibt der digitale Zwilling eine nutzungsabhängige Einschätzung des Servicebedarfs von Geräten und Maschinen ab. Feste, unflexible Wartungsintervalle werden ersetzt durch nutzungsabhängige Wartungen, die Zeit, Kosten und benötigte Ressourcen optimal planen. Wir vom EU-Projekt Avatar kooperieren natürlich sehr eng mit dem Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0. Und im Rahmen dieser Kooperation testen wir mithilfe der Smart Forest Labs die Möglichkeit, dem Maschinenführer zusätzliche Informationen auf seiner Arbeitsmaschine bei der täglichen Arbeit bereitzustellen. Und dafür planen wir eben ein Head-Up-Display von einem Industriepartner zu installieren und erproben gerade, welche Informationen einen Mehrwert bieten können und auch die tägliche Arbeit eben damit verbessern können. Mein Name ist Friedrich Försner von Fold.ai und heute sind wir mit dem Kompetenzzentrum hier im Wald, um Sensornetzwerke aufzustellen. Das Besondere an diesen Sensornetzwerken ist, dass die Knoten ihre eigene Intelligenz mitbringen und Dinge wie Boden, Biodiversität und Mikroklimata verstehen. Die Daten werden lokal analysiert und werden dann gezielt in die Cloud hochgeladen. Ziel ist es,
das Management und das Verständnis von den Wäldern in der Breite zu verstehen. Die Daten dieser Sensoren werden außerdem dazu verwendet, Waldbesitzende bei den nötigen Anpassungen der Waldbewirtschaftung im Klimawandel zu unterstützen. Es gibt ja das Internetportal Waldinfo NRW. Da stellt das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen schon viele digitale Karten, sogenannte geografische Informationssysteme, über den Wald bereit. Zum Beispiel kann man sich bei Waldinfo NRW die Vitalität von Fichtenwäldern anzeigen lassen. Wenn nun unsere Sensordaten mit den Satellitenbildern verknüpft werden, kann diese Fichtenvitalität noch genauer dargestellt werden. Daneben können die Sensordaten helfen, unsere Empfehlungen zur Waldbewirtschaftung zu verbessern. Zum Beispiel machen wir mit den Sensoren Lichtmessungen in Birkensukzession, die nach großen Kalamitäten auf vielen Flächen entsteht. Dadurch können wir besser vorhersagen, wann der optimale Zeitpunkt ist, um Schlusswaldbaumarten wie Buche und Tanne im Schatten der Sukzession zu pflanzen. Hallo, wir bei Forcify ermöglichen allen Waldbesitzern und Holzanbietern, ihr Rohholz ganz einfach auf unserer Plattform anzubieten. So verbinden wir Anbieter aus der Region, national und international direkt mit den Abnehmern. Durch die Digitalisierung des Waldes und die digitalen Zwillinge des KWH 4.0 wird das Handeln von Holz so einfach wie nie zuvor. Wie Sie sehen können, ist es uns gelungen, einen Rahmen für die Vision Wald und Holz 4.0 zu schaffen. Wenn auch Sie sich einbringen wollen, kommen Sie einfach auf das Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0 zu. Schauen Sie auch auf unserer Homepage vorbei, um sich ein noch besseres Bild von unseren Tätigkeiten und Veröffentlichungen zu verschaffen. Nur durch Ihre aktive Teilnahme kann die Vision Wald und Holz 4.0 zum Erfolg in der Praxis führen.